Cool. Wann kann ich vorbeikommen? Also ich weiß nicht, ob es Actual Meth ist, aber... Niklas, weißt du, was ich jetzt auf diesem Laptop downloade? Out of Curiosity. lass mich raten, Remnant 3. Minus 1, ja. Fuck, Remnant minus 1? Das gibt's doch gar nicht. Nee, das wäre Remnant 0. Nee, ich lade mal Remnant 2 runter. Wo bist du überhaupt gerade? 7. Warte, hast du denn nicht actual einen PC? Da hatte ich bis gestern actually einen PC, ja. Wo ist der jetzt hin? Sag nicht Regensburg. Der steht noch immer da. Der stirbt nur, nachdem er 5 Minuten an ist. Ah. Also Remnant lief der eh schon nicht. Die Kiste ist 15 Jahre alt. Dieser Laptop hier hingegen läuft arg. Also läuft er vielleicht auch Remnant 2. Melvin. Es ist so der Gaming-Laptop von meiner Mutter. Melvin? Ja. Hab ich dir das Album geschickt, wo ich mich sehr lange gewundert habe, warum der Rhythm-Part so hart nach Neo Obliviscaris klingt? Ja. Das ist der Okay. Drummer von Neoblivis Carus. Ja, aber ich habe mir das Album jetzt actually mal komplett angehauert. Und es ist schon ein ziemlicher Banger. Insbesondere die Kommentarsektion ist halt auch schon wieder drunk as fuck. It's not too late to nominate this album, Album of the Year. Kommentar, der so 2 Jahre später als der Originalkommentar ist. Now it is. The guitarist and the vocalist are playing the same melody. Aber er hat sich geweigert, in Plague Flight with the Kaleidoscope blind zu spielen. Wir sollten Josia mal dazu motivieren. Also, warum ich das glaube, ist, dass es ja die Jordan-Normalform gibt. Und ich glaube, die Kästchen werden doch auch nur irgendwie größer, wenn geometrische und algebraische Vielfachkeit irgendwie anders sind. Und alles zerfällt doch über C an Polynomen. Oder bin ich gerade dumm? Also, wann werden die Kästchen? Ich war den Eigenwert mal die Einheitsmatrix. Vielleicht auch nicht. Ja, was weiß ich, Ella ist scheiße. Ja, whatever, Jordan Normalform interessiert kein Schwein. Ja, außer dem Prof, der die Ella. Ja, muss reinspawnen, for some reason. Whoever would do that? Oh Gott. Okay, Frage. Was will ich mir auf mein Merkblatt schreiben? So. Steht jetzt zweimal Nameless vor. It's very in your face. Ich kaufe weiteren Vorschläge. Was hältst du von einmal Nameless, einmal Crystal City? Was hältst du von 25 mal Fire Giant? In Klammern, der Bossfight dauert 3 Stunden. Wup, klingt spannend. Don't know, ob der Enemy Randomizer Teil vom. Also zum Randomizer. Okay, ne, nur Dependencies Satchel, dann. Edit, 25 mal Remark. Ah. Was als. Okay, wir merken uns, K ist ein Körper. Das schreiben wir uns auf. Und wir schreiben uns auch auf, dass V ein K wäre. Randomizer Mod that randomizes the grass in the world. Ja, natürlich, kennst du Grass Rando nicht? What the fuck? Why does this ex AKA Hollow Knight Grass Percent war halt ein Ding. Aber warum?
Ich weiß es nicht, aber ich kann dir sagen, dass Greenpath extrem OP ist. Ja. Ja, mach ich mal nicht. Ich wollte schon sagen, wenn wir den nächsten... Infection Bomb. Spawns Radiance whenever you kill an infected bug. Die wichtigste Mod, more saves. Uralt. Ist erfahren, da habe ich keinen Bock drauf. Required skips precise movement ist okay, I guess. Proficient combat ist okay, I guess. Aber die eine Stelle, wo man meinen Bruder widerlegen würde, kann man das Schild nicht lesen. Ist doch unfair. Will schon keine Items duplicate. Terrorist attack when I was 12, along with all my aunts, uncles, and grandparents. So I took it upon myself to raise all 20 of my siblings and cousins single-handedly, working 4 full-time jobs while going to school, leading 8 clubs, captaining the varsity volleyball, water polo, and basketball teams, and volunteering at a hospital, all while maintaining a healthy social life. I'm currently working on my 5th PhD in between running my my successful non-profit to end global poverty. Zelda. Keine Ahnung, was du gerade spielst. Hallo, Mike. Mike, was hast du mit Steam mir auch eben gesagt? Aber ich vertraue Steam nicht. Steam ist bestimmt böse.
We'll be right back.
Ist das hier? Okay. Wie? Ah, stimmt, ich meine F5, nicht F3. Warum sage ich F3? Ja, ich meinte aber auch F5. Aber, hast du nicht einfach mal drüber nachgedacht, einfach Fn zu invertieren? Ja. Oh. Wenn du die Function Keys verwenden willst, aber keine Programme hast, die die FN Keys für irgendwas verwenden. Was sinnvoll ist, die FN Keys sollten nicht von Programmen. Ja, das tut man auch nicht. Aber manche Programme sind halt einfach behindert. Deswegen muss man das.